1.30 Das Sat.1 Comedy Quiz mit Ingolf Lück und Markus Maria Profittlich. Als Gäste heute Hella von Sinnen, Thomas Hackenberg und Axel Schröder. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo und herzlich willkommen zur Super Bowl-Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy-Quiz in Sat.1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, wie wählt die CDU ihren neuen Ehrenvorsitzenden? Wer wird Erster beim Winterschlussverkauf? Und wie legt man Cheerleader flach? Diese und andere Fragen, meine Damen und Herren, beantworten heute wieder Quarterback Markus Maria Profittlich. Und sein Coach Axel Schröder. Heute Lineback Thomas Hackenberg. Und er wird angefeuert von unserer Cheerleaderin Hella von Sinnen. Meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt, Team-Captain Mirko Nonchef ist heute nicht bei uns. Mirko hat die Grippe. Ja. Gut, er liegt zu Hause ganz da faul rum und lässt sich betüddeln. Aber auch wir haben es gut, denn endlich konnten wir Hella von Sinnen einladen. Yeah! Schönen Tag! Aber meine Damen und Herren, ganz auf Mirko verzichten wollten wir auch nicht. Und deshalb schalten wir jetzt mal live rüber an sein Krankenbett. Mirko, wie geht's? Also, gute Besserung, Mirko Nonchef, und immer schön weiter zugucken, denn Sat.1, meine Damen und Herren, steht heute ganz im Zeichen des American Football. Heute Nacht überträgt unser Lieblingsländer live das größte Football-Ereignis der Welt, das Duell um den 34. Super Bowl. Der einzige Unterschied zwischen American Football und deutschem Fußball ist, beim Football dürfen die Spieler sich anrempeln, treten und schlagen. Eigentlich eine schöne Sportart für Oliver Kahn. Mir ist ganz egal, ob das jetzt Football ist oder Fußball. Hauptsache, ich kann vor der Glotze sitzen und muss mich nie mit meiner Perle unterhalten. Das ist doch... Wieso? Dabei funktioniert Football doch genauso wie die Beziehung zwischen dir und deiner Perle. Erst bücken, dann kloppen und am Ende geht's doch nur um die Pille. Also, was mich jetzt mal wundert, ich wundere was. Ja, Markus, pass auf. Also, so ein Spielfeld beim Football, das ist ja 100 Yards lang, ne? Ah. Und ein Yard sind ja 3 Fuß, ne? Also 100 Yards sind dann 300 Füße. Das sind 3000 Zehen, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ne? Guck mal, und also 3000 Zehen und das sind also 3600 Inches, weil die Amerikaner sagen ja zu Zehen Inches. Ja. Ne? Mit anderen Worten, jeder Amerikaner hat 12 Zehen. Wahnsinn! Axel Schröder zeigt polyglottes Verständnis für die Sportarten dieser Welt. Feet, Inch, alles hat er eingebaut. Yards, wunderbar. Das schreit nach einem Sonderpunkt für Axel Schröder. Das finde ich auch. Sonderpunkt. Das finde ich auch. Bravo. 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 Haben. Das geht ja gut los hier, doch. Um die Freunde, um unseren Zuschauern rechtzeitig zum Super Bowl, den American Football ein wenig näher zu bringen, geht es in unserem Synchronisationsspiel natürlich um die beliebteste amerikanische Sportart. Was sich die Footballer zwischen den Spielen so alles zu sagen haben, das erfahren wir jetzt von Markus und Atze. Hier kommt euer Film. Du, Markus, was meinst du, wie viel wiege ich wohl? Heb mich mal hoch. Mach mal, komm. 20 Kilo, glaube ich. Ach, du spinnst ja, du Lutscher. Komm doch mal. 40 Pfund. Ja, stimmt. Jetzt mach mal bei mir. Ja, pass auf, pass auf.
Scheiße! Was ist? Ein Bruch gehoben. Ach, und was jetzt? Ja, jetzt falle ich gegen Kamerun aus. Ja. Eine harte Vorlage von Markus und Atze und jetzt in Heller und Thomas als Kommentatoren gefordert. Hier kommt euer Film. Hey Trainer, nicht sauer sein! Nicht sauer sein? 2 Stunden habe ich gestern auf dich im Restaurant gewartet. Wo warst du denn? Ich kann das erklären. Ich war reiten auf so einem Schaukelpferdautomat, wo man Geld reinstecken muss, ja? Und dann bin ich abgeworfen worden, bin ohnmächtig geworden. Und weiter? Ja, und dann bin ich auch noch im Fahrstuhl stecken geblieben. Hör doch auf, Mann, du hattest einfach keinen Bock und das ist scheiße von dir. Und deshalb spielst du beim nächsten Mal nicht mehr mit, ja? Okay, Jungs, und wenn einer von euch mich nochmal hier versetzt beim Abendessen, dann kann er gleich duschen gehen. Kapiert? Was ist denn jetzt schon wieder mit dir los? Hier hab ich nicht mehr lieb. Jetzt geht das Geheule wieder los! Pass mal auf! Punkte darf ich vergeben in dieser Runde, wie in allen Runden, bis auf die Runde, in denen ich keine 5 Punkte vergebe, sondern weniger oder mehr als 5 Punkte. In dieser Runde aber 5 Punkte, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns einig. Leider ist nur einer für euch geblieben, aber 4 Punkte für Heller von Sinnen! Ja! Und Thomas! In unserem Pantomime-Spiel sollen unsere Teams dann jeweils 15 Sekunden Begriffe aus dem Bereich Wintersport so gekonnt darstellen, dass der Teampartner den Begriff errät. Wintersport. Markus beginnt und das, was ich Markus jetzt zeige, meine Damen und Herren, das können Sie zu Hause natürlich auch auf Ihrem Bildschirm lesen. Aber Arzt, der es erraten soll, der hat natürlich keine Ahnung. Das werden Sie sicherlich gleich merken. Also, jetzt Wintersport und hier, Markus, kommt dein erster Begriff. 15 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Und wer war der Rodler? Schorsch Hacke. Natürlich der Hacke, Schorsch. Weil das Hemd so oft hier sitzt bei ihm, ne? Also, hervorragend erraten. Und hier ist der zweite Begriff aus dem Wintersport. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Kanonische Schneekanone. Ja! Toll! Und der dritte Begriff als der ist fast nicht zu erraten. 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Siegfried und Roy nach dem Adler von Hütte. Der doppelte Rittberger. Oh. Es hätte auch der Axel, der Doppelachsel, aber so gekonnt. Das war ein Rittner. Das war natürlich ein Rittberger. Natürlich. Das wurde heute gehabt. Dankeschön an unseren Schneewittchen, Markus, Maria Profilnig und Heller. Jetzt gehst du ab aufs Glatteis. 15 Sekunden Zeit. Und Thomas muss erraten. Ab jetzt. Kaninchen. Hase. Berghase. Schneehase. Ja! Ja, 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 ja. Ach so, ach so. Es ist nicht ganz erraten, der Begriff wäre gewesen. Ach so. Noch weiter, kannst du mal. Schneehase war falsch, aber? Schneestöckehase, Hasenschneestöcke. Schneestöckehase, das gilt. Wedelhase, Skihase. Skihase, ja gut, komm, komm. Wir wollen. Ich hab mich vertan in all meiner Hysterie, dass ich Mirko Nonchef hier ersetzen muss. Habe ich mich verlesen. Skihase. Also, ein halbes Pünktchen. Nein, aber es ist ja so, du hast dich ja verlesen. Das heißt, du hast Schneehase gelesen und hast Schneehase dargestellt. Und er hat auch Schneehase geraten. Also, der Punkt gibt's trotzdem. Ja, ist doch klar. Richtig. Dankeschön.
Und, nicht richtig. Verlesen kann man sich. Lesen ist ja keine Voraussetzung für das Pantomime-Spiel. Also, ich bin hier sehr gut behandelt. 15 Sekunden Zeit für den zweiten Begriff. Ab jetzt. Ferkel, Schwein. Sau. Bergsau. Ah, Pissensau. Ja! Ja. Nummer 3. 1. Besoffen. Almdudler. 2. Wellen reiten mit Frauen auf Wellen. Und 1 ist Torkeln. Idiot. Idiot. 2 Pisten. Idiotenhügel. Wäre es gewesen. Oh, leider nicht erraten, aber trotzdem vielen, vielen Dank an eine gute Leistung von unserer Eisprinzessin Hella Fantine. Willkommen zur Punktevergabe, meine Damen und Herren. 2 Punkte für euch und 2 Punkte für euch. Das gibt einen Punktestand von... Was? 148 zu 3? Moment, das kann doch nicht sein. Nach meinen Berechnungen steht es 7 zu 4. Wie kommt ihr zu 148 Punkten, Markus? Hä? Das kommt von meinem Schwarzpunktkonto. Aha! Und woher hast du die ganzen Schwarzpunkte? Dazu kann ich keine Aussage machen. Ich habe mein Ehrenwort gegeben. Komm, Dicker. Hm? Helmut, sag doch, dass du die Punkte vom Hackenberg hast. Diesen Punktefilz kann ich auf jeden Fall nicht durchgehen lassen. Deshalb, meine Damen und Herren, muss ich eine rigorose Entscheidung treffen. Beide Mannschaften werden ihre erspielten Punkte zugunsten wohltätiger Zwecke zurückzahlen. Damit steht es 0 zu 0. So, das haben wir davon. Jawohl. Wisst ihr, was das hier ist? Punktegate ist das. 0 zu 0. Und meine Damen und Herren, damit ist in unserem Spiel noch alles drin. Wir bleiben ein wenig beim Filz. Wegen der Spendenaffäre hat Norbert Blüm Helmut Kohl die Freundschaft gekündigt. Gut für Kohl, endlich kann er den Kindersitz aus dem Auto nehmen. Was der kleine Norbert seinem Ex-Chef noch mitzuteilen hat, das erfahren wir jetzt von Markus und Atze. Was denkt Norbert Blüm auf unserem ersten Foto der Woche? Du, Helmut, die Merkel, die hat so ein Piercing. Ja, kann man mitleben. Kommt gut an, wie du merkst. Super, ja. Roller. Ja, bei Merkel, ne? Kann man das nochmal sehen, wie... Du, guck mal, Helmut, so dick ist ein Backen 10.000 Mark. Schon? Wir arbeiten nun. Wir arbeiten dran. Ja, guck mal, der könnte aber auch sagen, guck mal, Helmut, ich kann die Lewinsky nachmachen. Die SPD, meine Damen und Herren, soll Spendengelder von Waffenhändler Schreiber erhalten haben. Allerdings war Schreiber nur mit vorgehaltener Waffe dazu bereit. Die Regierung kann sich jedenfalls beim besten Willen nicht erinnern und wäscht ihre Hände in Unschuld. Was Schröder auf unserem zweiten Foto der Woche denkt, das erfahren wir jetzt von Hella und Thomas. Was denkt der Kanzler? Bitte 3 Meter zurücktreten, Profitlich kommt. Ist okay. Darf ich nochmal sehen? Nur Schröder denkt da, ne? Warum muss ich immer den tuntigsten Nagellack tragen? Kann ich mal an? Nein, da ist keine Treppe, Herr Schäuble. Sie können ruhig noch ein Stück nach hinten rollen. Leichte Vorteile, diese Parodie von Norbert Blüm. Markus war wirklich ganz hervorragend. Danke. Deswegen hast du dir einen Punkt Vorsprung verdient. 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch in dieser Runde. Ja! Verdient. Aber jetzt geht es wieder. In Paris, meine Damen und Herren,
geht zurzeit die internationale Herrenmodenschau zu Ende. Auch in diesem Jahr werden wieder Millionen Werte über den Laufsteg getragen. Noch nicht eingerechnet ist dabei das Kokain in den Nasen der Models. In unserem Supersatzspiel sollt ihr, Markus und Atze, jetzt eine Schlagzeile ergänzen. Es geht um Modezar Wolfgang Job. Jedes Wort muss immer mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Und hier kommt eure Schlagzeile. Job. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Job. Job jodelt. Job jodelt gerne. Job jodelt gerne. Job jodelt. Ja, Moment. Gerne. Job jodelt gerne. Job jodelt gerne Junge. Job jodelt gerne junge Jeile. Hä? Job jodelt gerne junge Jeile Jungs. Job? Job, ne? Job. Also, Job, ne? Ja. Keine. Job jodelt gerne junge Jeile Jungs gewissenhaft. Job jodelt gerne junge Jeile Jungs gewissenhaft. Genau. Genau. Gut gemacht, Jungs. Und diese Schlagzeile werden wir morgen in der Zeitung lesen. Hier kommt sie. Job jodelt gerne junge, geile Jungs gewissenhaft. Genau. 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 Eine gute Vorlage. Wir werden sehen, wie sich die anderen schlagen, denn auch seine Rohheit Ernst August von Hannover macht in der letzten Woche wieder Schlagzeilen. Der fidele Prinz hat sich diesmal auf einer Urlaubsinsel geprügelt. Für viele Deutsche ein fester Bestandteil bei einer ganz normalen Pauschalreise. Hella und Thomas, hier kommt jetzt eure Schlagzeile. Prügelprinz P. Prügelprinz P. Was prügelt der Prinz? Ich muss anfangen. Prügelprinz planiert. Prügelprinz planiert. Ich hab's ja verstanden. Prügelprinz planiert persönlich. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Ja, nein. Prügelprinz planiert. Persönlich? Prügelprinz planiert persönlich Paparazzi? Prügelprinz planiert persönlich Paparazzi-Platt. Prügelprinz planiert persönlich Paparazzi-Platt. Punkt. Prügelprinz planiert persönlich Paparazzi-Platt. Punkt. Plim, plim. Prügelprinz planiert persönlich Paparazzi. Punkt. Das Fragezeichen nehmen wir noch mit rein und morgen lesen wir also in der Zeitung. Prügelprinz planiert der persönlich Paparazzi platt. Punkt. Plem plem. Fragezeichen. Wunderbar gemacht. So weit sind wir jetzt. Ich muss Punkte vergeben und ich würde sagen, Job jodelt gerne junge Jale. Jungs, ihr wisst, habt genau, war schon sehr, sehr gut. Drei Punkte für euch und zwei für euch. Das ist richtig. Jawohl. Liefer. Stopp, Jürgen, nicht gesinnt. Ja. Ich bin hier Gast. Hier will ich sein. Nein. Ich will einen Punkt mehr. Es ist noch alles drin, meine Damen und Herren. Denn während die CDU nach und nach bekommt ihr jetzt ein Gesicht dazu. In unserem Pappnasenspiel solltet ihr in 45 Sekunden erraten, wer ihr seid. Setzt bitte eure blickdichten Spezialbrillen auf, Atze und Markus. Und ich setz euch jetzt Brille ab, Brille drauf. Und ich setze euch jetzt hier die prominenten Persönlichkeiten der Woche auf. Und das ist einmal du, Atze. Ja. Und einmal Markus Brücht. Einmal du. 45 Sekunden habt ihr Zeit, durch Fragen herauszubekommen, wer ihr seid. Ab jetzt. Thomas Hackenberg in Originalgröße. Ich geb euch sogar einen ersten Hinweis. Lautet, ihr habt beide einen Bart und der frisst gerne Shorts. Los geht's. Bart sind wir ein Pärchen. Ja. Pärchen, ja. Ein Bart, der Shorts frisst? Bin ich jetzt der Arsch von ihm, oder was? Auch wenn es so aussieht, nein. Sind wir Mann und Frau? Ja. Schauspieler? Nein.
Ihr zweiter Hinweis, ihr schaut ganz schön gelb aus der Wäsche. Ja, also, keine lebenden Menschen! Zeichentrickfigur! Ja! Gib dem doch nicht noch. Hör auf wohl! Gelb aus der Wäsche. Gelb aus der Wäsche. Gelb aus der Wäsche. Bart Simpson? Ja! Yeah! Ja, und der andere! Und die andere? Sagt einfach, ihr seid die. Simpsons! Ja, natürlich! Ganz knapp, meine Damen und Herren! Ganz, ganz knapp in der Zeit erraten! Marge und Homer! Simpson, wir feiern ihr 10-jähriges Jubiläum, meine Damen und Herren. Streithammel und Säufer und Schulversage in Amerika macht man aus solchen Figuren Cartoons. Hier lädt man sie zu Arabella ein. Wunderbar, erraten. Und auf jeden Fall... Wenn ich so eine dufte Hilfestellung gebe, da kriege ich bestimmt ein paar Fairness-Punkte. Was? Ja! Nee, nee. Der lässt sich doch nie abzocken. Das werden wir sehen, denn, meine Damen und Herren, wir werden nach der Werbung sehen, ob Heller von Sinnen sich ein paar Fairnesspunkte erspielen kann. Und wir sind schneller wieder für Sie da, als die CDU sich erholt hat. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück bei Voll Witzig, das Comedy Quiz in Satz 1 im zweiten Teil unseres Pappnasenspiels. Werden nun Heller und Thomas hinter diesen Prominenten. sehr schön, die Puschel hinter diesen prominenten Köpfen verschwinden. Ihr könnt jetzt nichts sehen. Und hier ist der Prominente der Woche für Thomas und der Prominente der Woche für Heller. Ihr habt 45 Sekunden Zeit herauszufinden, wer ihr seid. Hier kommt euer erster Hinweis. Ihr liegt gerade zusammen im Bett. Oh. Sind wir Mann und Frau? Nein. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Sind wir Mann und Mann? Nein. Sind wir Frau und Frau? Nein, ein Mann. Ein Mann, eine Frau, bin ich der Mann? Nein, ein Mann. Ein Mann, ein... ein Mann, ein Tier, bin ich Kommissar Rex? Nein. So ähnlich, so ähnlich. Bin ich ein Tier? Bin ich Lassie? Nein. So hier kommt euer zweiter Hinweis, der eine hat den anderen flachgelegt. Oh, bin ich ein Tier? Nein. Ja, sie hat doch schon gesagt, ich bin das Tier und er ist ein Mann. Ach so, du bist der Mann. Heller, du bist der Mann. Ich bin der Mann und er ist das Tier? Ja. Bin ich ein Nagetier? Ist er eine Filzlaus? So was Ähnliches. Bin ich ein Sack? Filzlaus hat der Nein, Mann. Nein, aber du hast einen. So was Ähnliches. Ihr seid Mirko Nonchev und ein Virus. Oh! Einen Punkt für euch, denn ihr habt es erraten, ihr leider nicht. Das heißt, wir haben einen Endstand nach dieser letzten Runde von 7 Punkten für Markus und Atze und 4 Punkten für Heller und Thomas. Das war's. Ihr habt gewonnen. Freut euch. Das war, meine Damen und Herren, die 28. Ausgabe von Voll Witzig. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, dann mit den Gästen Alex Bechtel und Elmar Hörig. Wir wünschen Marco noch gute Besserung und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Danke, tschüss.